Wir mussten dafür kämpfen, Hanf, Nutzhanf wohlgemerkt, anbauen zu dürfen. Jetzt dürfen wir Hanf als umweltschonende Alternative zu Erdöl benutzen. Oh, vielen Dank, wow. Hättet ihr vielleicht mal 10 Jahre früher machen können. So. Ups, jetzt bin ich raus. So, und wir mussten auch dafür kämpfen, dass wir mit Cannabis Multiple Sklerose heilen können. Und es gibt noch so viele andere Sachen, bei denen uns Cannabis helfen wird. Aber wenn ich sehe, dass eine Marlene Mortler, die für diese unsinnige, gefährliche und asoziale Politik mitverantwortlich ist, sogar noch in die EU hochgelobt wird, dann sehe ich ganz klar, wir werden auch weiterhin dafür kämpfen müssen, dass wir Marihuana als Genussmittel benutzen dürfen. Es kommen halt einfach keine Veränderungen, obwohl wir hier schon zum 23. Mal für eine Verbreitung von Hanf, Cannabis, als Rohstoff, Medizin und Nutzpflanze protestieren, passiert nichts. Obwohl immer mehr leidende Patienten eine Alternative zu Opioiden einfordern, es passiert nichts. Obwohl Alkohol, Nikotin und sogar Koffein wissenschaftlich bewiesenermaßen schädlicher sind als Cannabis, es ist immer noch nicht legal und es führt einfach zu keiner Veränderung. Und solange diese Veränderung nicht kommt, ziehen wir auch noch 23 Mal zum Bundestag und sagen denen, wie es läuft. So, heute um 15 Uhr machen wir uns da auf, hin. Bis dahin gibt es hier auf der Bühne nochmal coole Reden, gibt ein paar coole Musikstücke. Ihr könnt euch auf unseren Infoständen informieren, ihr könnt euch da hinten hinschillen. Ab 15 Uhr machen wir uns auf, ziehen in Richtung Bundestag. Wir haben eine etwas geänderte Streckenführung im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist aber nichts Großes, das kriegen wir alles hin. Und dann sind wir um 18 Uhr wieder hier am Start. Am Start ist auch die Polizei. Die Polizei ist hauptsächlich hier, um den Verkehr zu regeln und um uns vor Terroristen zu schützen, falls sich jemand wundert, warum die Maschinenpistolen haben. Am Start ist die Polizei aber nicht, um Kiffer zu verfolgen. Das heißt also, wenn ihr nicht provozieren kifft, wenn ihr volljährig seid, dann solltet ihr auch keinen Stress haben. Immerhin, Konsum ist ja legal und hier in Berlin haben wir auch eine halbwegs sinnvolle Verwaltungsvorschrift, die ganz klar sagt, es darf nicht geprahlt werden beim Konsum, es darf nicht in der Nähe von Kindern konsumiert werden. Falls ihr noch Probleme habt, wie man verantwortlich konsumiert, informiert euch doch hier. So, getreu unserem Motto, Legalisierung nur mit dir, brauchen wir auch noch Helfer. Wer also mittendrin statt nur dabei sein will, der kann sich da drüben gegenüber von der Bühne an unserem Stand melden. Und ansonsten bis 22 Uhr führen euch jetzt Chrissy, Henning und Feline durchs Programm. Ich wünsche euch viel Spaß.